Hallo, hallo, Freunde! Chinesischer Tribesseles, also rahmenloser Smartphone-Kunst. Zweiter Versuch! Hallo, hallo, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst! Ich stelle euch heute nicht nur in einer Kurzvorstellung das Yuhans MX vor, oder zu gut Deutsch Duhans, sondern ich möchte euch auch daran erinnern, dass das Giveaway vom Onda-Tablet heute ausläuft. Das gute Stück hier. Findet unter moschus.de. Meldet euch im Forum und dann das Unterforum Giveaways. Heute ist nämlich der 30. und ihr könnt noch bis zum 30., also heute 23.59 Uhr, könnt ihr noch mitmachen. Und da heute dann dieses Giveaway ausläuft, habe ich auch gleich das neue gestartet oder ein weiteres. Und da geht es um diese Smartwatch. Das ist die AirWatch oder R-Watch R11. Ja, hier habe ich mal ein Review dazu gemacht und das ist sozusagen auch dann die Smartwatch aus dem Review. Da findet ihr ebenfalls alle Details unter moschus.de im Forum und dann im Unterforum Giveaways. Die Teilnahmebedingungen sind klar. Ihr müsst kommentieren, argumentieren, diskutieren und abonnieren. Und dann möchte ich natürlich von jedem Teilnehmer, nicht nur vom Gewinner, jeweils den Erstgeborenen. Oder die Erstgeborene, also auch Nachwuchs. Macht natürlich nur Spaß. Aber die Teilnahmebedingungen so in manchen anderen Giveaways sind ja total krass. Da muss man ja wirklich so ziemlich alles machen. Ne? Im Großen und Ganzen geht auf moschus.de, meldet euch da im Forum an und sagt einfach, dass ihr halt teilnehmen wollt. Und damit ist das Ganze auch schon erledigt. Gut. Ich gehe davon aus, ich finde es eh Blödsinn, wenn jemand mein Kanal abonniert, nur um an irgendeinem Giveaway teilzunehmen, ne, dann habe ich irgendeinen toten Abonnenten. Das ist ja auch Blödsinn. Das Yuhans MX. Das ist das neueste, günstigste Tribesseles-Smartphone, zumindest was mir jetzt bekannt ist. Wenn einer wirklich noch was, also 58 Euro kostet das gerade, es ist aber in der Aktion. Falls jemand wirklich eins kennt, was noch günstiger ist, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann stelle ich es auch noch vor. Beziehungsweise dann werde ich die Titelüberschrift ändern und meine Meinung. Was, also das was ich bisher am günstigsten kenne, das ist, glaube ich, das Kika Mix. Das gibt es nämlich mit dem Gutscheincode, den ich bekommen habe, für, ich glaube, 76 Euro aktuell. Gutscheincodes habe ich übrigens jede Menge bekommen. Und das kriegt man die Geräte nochmal günstiger als... wenn sie im Flash-Sale sind, da habe ich für Notebooks, Tablets und Smartphones habe ich Gutscheincodes. Gerade jetzt, wo Weihnachten ist, ist das vielleicht interessant. Auch moschus.de, da habe ich die alle veröffentlicht unter dem Unterforum Marktplatz. Beziehungsweise auf der Hauptseite von moschus.de, da ist dann so ein Stream, da stelle ich auch mal günstige Angebote ein und da ist das dann auch nochmal verlinkt. Schaut euch das an, Stückzahlen sind begrenzt. Für das Yuhans habe ich keinen Gutscheincode, das gibt es tatsächlich einfach nur so gerade im Flash-Sale für 58 Euro. Das ist natürlich total die Härte für ein tribesseles Smartphone, zumal ich habe es mir natürlich schon ausgepackt, auch wenn wir das Unboxing jetzt noch machen und wir gucken uns zumindest das ganze Zubehör an, muss ich sagen, Mann, 58 Euro. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Nachteil bei dem Gerät. Und welcher das ist, das verrate ich euch jetzt nicht, sondern das werden wir jetzt gleich gemeinsam im Unboxing feststellen. Ja, ihr seht schon, ich mache hier voll die Zuschauerbindung, ne? Sonst damit ihr es nicht ausschaltet. Viel Spaß. Und da wären wir auch schon am Testtisch und sehen die Verpackung. Ist die nicht wunderschön? Ja, Yuhans hier in silberner Schrift auf schwarzem Grund. Ich hätte es nicht besser designen können. Silikonbumper, das ist doch wunderbar. Manchmal sind es gerade die echt günstigen Telefone, da kommt total viel Zubehör dabei. Und passend zum Bumper gibt es auch eine Display-Schutzfolie. Und das ist nicht nur eine Schutzfolie, das ist so ein Tempered Glas-Teil. Wie ich schon sagte, in den niedrigen Preisbereichen kriegt man manchmal echt den geilsten Shit. Ein Ladegerät mit 1 Ampere, das ist auch in Ordnung. Ein Micro-USB-Kabel in schwarz, beziehungsweise ladeschräger Datenkabel. Professional Screen Cleaning Paper. Wet and dry. Also, das sind zwei Tücher, damit macht man das Display sauber, um die Display-Schutzfolie zu installieren. Denn haben wir da irgendwie Fusseln oder Staub drunter, ist das ziemlich nervig. Dann hätten wir hier ein SIM-Opener, ein SIM-Tray-Opener. Kreisrund ausgeschnittene Pappe, keine Ahnung, was das soll. Yuhans MX Quick Start Guide. Aha, aha, hier haben wir auch Deutsch. Das ist eine SIM-Slot-Anleitung. Wow. Und hätten wir hier das Gerät und das geübte Auge erkennt sofort, dass eine Displayschutzfolie auch bereits vorinstalliert ist auf dem Gerät. Das heißt, eine ist schon drauf und eine wird mitgeliefert. Tja, die sind da halt sehr vorsorglich. Ne? Demnächst sehe ich schon Packungsinhalt der Zukunft bei China Phones. Ist da gleich ein universeller Motorradersatztank dabei. Und Schuhschrankscharniere.
und was man halt so braucht im Alltag. Gut, genießen wir erstmal kurz diesen Anblick hier, den wir uns für 58 Euro hier erwerben können. Sieht schon echt nice aus. Rückseite ist hier offensichtlich verglast und es ist, wie erwähnt, ein Unibody. Uhans CE sogar drauf diesmal. Ah, würde ich sagen, hier kann was auf jeden Fall, kann was. Jetzt mal die andere Seite noch. Oh ja. Das ist Smartphone-Erotik, würde ich sagen. Also gerade wenn man halt weiß, dass man für das Teil hier 58 Euro bezahlt hat, wird es dort gleich noch eine Ecke schöner. Hier unten sehen wir angedeutet Stereo-Lautsprecher, aber in dem Preisbereich werden wir definitiv nur Mono haben. Als andere würde mich hart überraschen. Dann natürlich noch Micro-USB-Anschluss. In dem Preisbereich haben wir USB-C, ist dann noch nicht Standard. Das hier ist im Übrigen das ist ein kapazitiver Button. Also lässt sich nicht drücken. Ja. Hier die Kamera ist natürlich nach unten gerutscht, denn wir haben hier oben nicht so viel Platz. Hier ist etwas ausgeschnitten. Seht ihr, das ist nicht die Frontkamera, denn die haben wir hier. Das muss also ein Sensor sein. Bin ich schon sehr gespannt. Das hier ist die Hörmuschel. Ist also alles hier noch oben im Rahmen gelandet. Denn gerade bei den Tri-Bezel-Smartphones, der wird häufig auf Sensoren verzichtet, weil hier oben eben kein Platz mehr ist. Wir sehen aber auch, wir werden es gleich anschalten, dass hier offensichtlich auch ein bisschen mehr Rahmen übrig geblieben ist, als es bei normalen Geräten, bei anderen Tri-Bezel-Smartphones der Fall ist. Normal würde ich schon sagen, hier oben ist ein Klickanschluss. Die Kamera schaut leicht aus dem Gehäuse raus. Daneben sogar ein Dual-LED-Flash und außerdem haben wir eine Dual-Kamera. Aber ich erwähne es, dass es hier eine Dual-Kamera ist. Sagt jetzt aber über die Qualität noch überhaupt gar nichts. Und während das Gerät startet, gehen wir die technischen Daten mal durch. Und da wird sich hier auch die größte Schwäche des Gerätes nämlich gleich offenbaren. Jeder, der jetzt aufmerksam zuhört, der wird wissen, was ich meine. 58,67 Euro kostet es genau, ist aber ein Aktionspreis. Das Display, das ist 5,2 Zoll groß, finde ich wirklich eine sehr angenehme Größe, zumal es ja Tri-Bezel-less ist. Es ist natürlich ein IPS-LCD-Display mit HD. Löst also mit 1280x720 Pixel auf. Im Inneren werkelt ein, hört zu, 6580 von MediaTek. Beinhaltet einen 1,3 GHz Quad-Core-Prozessor. Von 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB erweiterbarer Festspeicher. Der Akku ist 3000 mAh stark. Wir haben natürlich Wi-Fi, GPS und Bluetooth an Bord, kein LTE, das macht nämlich der SoC auch nicht mit. Die Hauptkamera, die löst einmal mit 5 und mit 8 Megapixel, ist ja eine Dualkamera, auf. Nee. Die Hauptkamera löst mit 8 auf und die Frontkamera mit 5. Eigentlich steht bei einer Dualkamera immer die Auflösungen beider Kameras. Hier aber eigenartigerweise nicht. Da steht eine Hauptkamera 8 Megapixel, soll von Samsung stammen. Bin ich mal gespannt, aber ihr wisst Bescheid. 58 Euro erwarten wir für die Kamera jetzt mal nicht allzu viel, deshalb denke ich mal, spielt das nicht die große Rolle. Darüber hinaus haben wir hier unter dem kapazitiven Home-Button noch einen Fingerabdruckscanner. Der Rahmen, der ist aus Aluminium, die Vorder- und die Rückseite aus Glas. Das Gerät hat eine Stärke von 8,5 mm und wiegt 186 Gramm. Ja, sind wir mal großzügig, 187. Für ein 5,2 Zoll großes Gerät ist das okay, das Gewicht, aber halt nicht besonders gut. Und da präsentiert sich hier auch schon dieses Tri-Bezel-less-Design. Könnt ihr euch ja schon mal ein bisschen reinziehen, während ich ganz fix den Assistenten hier mal durchklicke. Jetzt starten und überspringen. Und wir sehen dann auch hier eben, von mir schon erwähnt, dass der Rahmen oben, also ich weiß nicht, ab wann man eigentlich so ein Gerät wirklich Tri-Bezel-less hier nennen kann. Das ist ja eh ein, sagen wir mal, erfundener Begriff. Wir sind auch schon im System HD auf 5,2 Zoll. Das ist absolut in Ordnung. Ja, seht ihr mal, wie klein hier die Uhr ist? Ihr seht es nicht, ist viel zu weit weg. Nun sieht man es, glaube ich, besser. 5.03 Uhr vormittags. Abgesehen davon, dass die Uhrzeit nicht stimmt. Guck mal, wie klein das vormittags ist. Man kann es aber immer noch ziemlich gut erkennen. Ja, wie gesagt, 5,2 Zoll, das ist schon noch okay, dann mit der Auflösung. Bei 5,5 zum Beispiel, würde ich schon sagen, da bringt Full HD bereits einen Vorteil. Auch bei der Größe, da ist es zumindest nicht Pflichtprogramm und erst recht nicht, wenn man für so ein Gerät weniger als 60 Euro aktuell bezahlt. Das ist echt krass. Ich habe es jetzt endlich, das Gerät, jetzt habe ich jetzt noch im Alltag getestet, ja. Aber auch das Mnet Power zum Beispiel, das war ja noch günstiger, das hat glaube ich nur 47 Euro gekostet, mit seinem 5.500 mAh großen Akku. Und das hat ja auch richtig gut funktioniert. Und der größte Nachteil von dem Gerät hier ist natürlich der SoC.
Ich denke mal, ihr habt es euch schon gedacht. Der 6580 in Verbindung mit Android 7, mit dem Speicher bin ich ehrlich gesagt voll, also der ist gut. 2 GB, 16 GB, das ist in dem Preisbereich auf jeden Fall schon ziemlich granatig, wenn ich hier mal dieses Wort Granate als Adjektiv missbrauchen darf. Mit U-Hands habe ich bisher positive Erfahrungen gemacht. Ich hatte ja auch schon mal ein sehr günstiges, auch so 60 € U-Hands Telefon und das war richtig geil gewesen, lief auch mit dem 6580 und ich glaube auch mit Android 7, das kommt ja auch mal ein bisschen auf die Umsetzung drauf an, wie gut oder schlecht das Ganze dann funktioniert. Und es kann auch gut funktionieren, dass man wirklich dann genügend Performance hat und dass dann im Alltag nicht so ganz merkt, dass der Prozessor ein bisschen schwach auf der Brust ist. Zumal wir hier das ja auch in Verbindung mit 2 GB RAM haben. Ja, könnte also hier immer noch alles dann, wie gesagt, im Alltagstest auch ganz gut laufen. Hier ist dann alles auf Englisch. Das ist bei spezielleren Einstellungen immer so. Wir haben natürlich Onscreen-Buttons, wie das bei dem... Haben wir eigentlich... Okay, also der kapazitive Home-Button scheint nur eine Funktion zu haben, nämlich ein Home-Button zu sein. Bei den Kika Mix war das richtig geil gelöst. Da hatte der kapazitive Home-Button nämlich mehrere Funktionen. Man konnte auch den Task-Manager und den Zurück-Befehl ausführen. Also alle drei im Prinzip. Hier sind wir also erstmal noch auf die On-Screen-Buttons angewiesen. Können wir uns zumindest ausblenden, ist hier schon voreingestellt. Das ist soweit okay. Wir sehen sofort, dass der App-Drawer fehlt. Deshalb sind auch alle Apps hier auf dem Desktop abgelegt. Das ist nie unser Werkzeuge. Ja, das sind die ganzen Standardsachen. Finde ich aber insofern ganz gut, als, ja, als dass Johannes hier keine Bloatware installiert hat. Gar nichts. Das sind die ganzen Standard-Apps. Großzügig hier die Google-Apps bereits installiert. Wir haben Play Music, Fotos und natürlich den Play Store. Und zwar hier. Play Store, Chrome, YouTube, Gmail. Ist wirklich alles installiert. So Google Drive und Maps auch dabei. Und natürlich die Android-Apps. Aber keine UN-Apps hier, keine Bloatware. Und wir wollten uns eigentlich noch bei Intelligent Assistant kurz anschauen. Also können wir jetzt die Navigation Bar noch ein bisschen einstellen. Zum Beispiel habe ich gerne den Zurück-Button rechts unten. Smart Wake-Gesten sind dabei. Das ist doch auch wunderbar. Zum Beispiel Double Tap to Wake Up können wir hier aktivieren und sind schon in den Lockscreen. Und einen weiteren Swipe im System. Ja. Also ich muss sagen, das Display sieht wirklich richtig obernice aus. Ich habe es ja schon ein bisschen präsentiert hier. Die so Blicklinie stabil ist es auf jeden Fall, dank IPS. Und es ist sehr scharf. Aber die Farbwiedergabe ist das, was mir echt gefällt. Kann aber auch sein, dass es das Theme ist, was hier wirklich sehr, sehr freundlich aussieht. Das System wurde minimal zumindest optisch angepasst. Und eben natürlich der App-Drawer wurde wegrationalisiert. Wer den unbedingt haben will, kann sich allerdings hier einfach irgendeinen Launcher runterladen. Dann ist er dann wieder dabei, wenn er bei den Launcher dabei ist. Hier in den Schnelleinstellungen lasst das. In den Schnelleinstellungen sehen wir nur die ganzen Standardsachen. Also im Großen und Ganzen, bis auf einige optische Anpassungen, ist das hier Stock Android 7. Okay. Sieht aber eben insgesamt, muss ich sagen, präsentiert sich doch ziemlich freundlich. Hätte ich jetzt also nicht erwartet. Was man vor allem aber, denke ich mal, nicht erwartet ist, dass so ein Gerät, wenn man das jetzt ohne etwas darüber zu wissen, sich das so anschaut, ohne die Marke zu kennen und zu wissen, wo es herkommt, würde man kaum annehmen, dass es 58 € kostet. Leute, das ist wieder mal... Also ich habe es jetzt noch nicht getestet. Kann sein, dass es im Alltag dann irgendwelche ganz erheblichen Mängel aufweisen wird, sei es Performance, sei es das Telefonieren zum Beispiel oder der Empfang oder das Mikrofon oder die Hörmuschel oder sowas. Gerade bei Tribessel ist das mit der Hörmuschel ja immer so eine Sache. Aber also jetzt im ersten Eindruck ist es wieder mal beeindruckend. Und wir haben sogar adaptive Helligkeit. Gut, da frage ich mich jetzt, warum Ligu das nicht hingekriegt hat. Na gut, Ligu hat ein Full HD. Okay, das ist nicht vergleichbar. Aber hier zumindest haben wir es dabei. Ist doch ganz wunderbar. Auch Mirror Vision ist dabei. Ich frage mich, ob ein Annäherungssensor auch dabei ist. Weil ich glaube, es sind 2 Sensoren nebeneinander. Das ist ziemlich breit ausgeschnitten. Das kriegt man dann aber alles noch raus. Ich werde ja alles installieren, alles testen und das Ding dann auch in den täglichen Gebrauch nehmen als mein Daily Driver. Aktuell habe ich das hier ja im Test. Das ist das Vernitor Plus. Und wir können uns ja... Ach komm, jetzt nicht ausgehen. Mal ein paar Fotos machen. Wow, die Kamera ist ja... Ich habe noch nie ein Gerät mit 6580 gehabt, wo die Kamera so schnell ist. Ich mache jetzt hier nur mal so ganz schnell mal ein paar Fotos, aber es ist klar, für das Review werde ich natürlich dann noch richtig Außenaufnahmen machen. Da gibt es dann noch ein paar richtige Fotos, dass man sich das mal noch richtig anschauen kann. Aber hier, es ist ja eine Kurzübersicht, also gibt es auch eine Kurzübersicht über die Kamera. Und ich muss sagen, also wenn man hier unter guten Bedingungen, also in meinem Studio, Fotos macht, sieht echt nice aus. Also unerwartet gut. Ja, hier, wenn man dann so schnell Fotos macht, ja, dann versagt natürlich dann auch gerne mal der Autofokus, das ist dann unscharf.
Daher ist das mal ein bisschen relativ die Funktion und die Möglichkeit, so schnell Fotos zu machen. Aber es sieht besser aus, als ich dachte, auf jeden Fall. Ja, seht ihr, selbst die Tastatur, die ich jetzt eigentlich gar nicht unbedingt fotografieren wollte, ist hier aber alles noch lesbar. Also Makroleistung ist echt gut und vor allem die Farbwiedergabe. Die Farbwiedergabe gefällt mir echt. Habe ich bisher ein 60-Euro-Telefon jetzt hier so im Unboxing bisher sehr, sehr selten gehabt, wenn überhaupt. Also bei 60-Euro-Telefon glaube ich gar nicht. Da habe ich, glaube ich, bisher noch nie so einen guten ersten Eindruck von der Kamera hier gewinnen dürfen. Meine Güte, bin ich echt mal gespannt. Ich bin echt gespannt auf den Alltagstest. Jetzt gerade, ich habe sehr viele Geräte im Test. Hier das Tablet zum Beispiel, das ist gerade mein Daily Driver, das ist das X9. Dann habe ich, ich habe ein Notebook, eine Smartwatch, das Tablet und ein Smartphone. Ich habe gerade vier Geräte parallel, die ich hier im Test habe. Und mehr kann ich jetzt über das Gerät hier allerdings nicht sagen. Ihr findet den Link natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung, wo ihr das Gerät kaufen könnt. Und auf moschus.de habe ich sehr viele Gutscheine gerade online. Da sollte man jetzt erstmal gut gucken. Weil, na klar, das ist schon nicht schlecht, aber es gibt auch noch andere tolle Telefone. Wer aber wirklich jetzt sagt, hier, ich habe nur 60 Euro, kann man ja nicht ausgeben, will aber ein Tri-Besseles haben. Der erste Eindruck ist echt positiv. Und der 6580 scheint, dafür, dass er eigentlich relativ schwach ist, scheint er sich aber gut optimiert zu sein, gut zusammenzulaufen mit dem System. Habt ihr gesehen, es läuft erstmal soweit alles ganz gut. Speichermäßig definitiv top ausgestattet für 60 Euro. Da kriegt man kaum was Besseres. Und das auch noch alles im Tri-Besseles Design. Also, ja, klar, die Display-Ränder, das kriegt man auch. Das kriegt man auch kleiner, ja, wenn man 150, 200 Euro ausgibt. Aber es passt schon. Es ist definitiv trotzdem ein ziemlich kompaktes Telefon. Das sind 5,5 Zoll, nicht Tri-Besseles. Hier haben wir mal, das ist vielleicht ein bisschen sinnvollerer Vergleich, rechts das Hürni M5 ebenfalls ein 5,2 Zoll großes Display. Also die Displays sind exakt gleich groß. Aber das Uhance MX ist doch eine ganze Ecke kleiner als das Hürni M5. Das Hürni M5 ist auch ein geiles Teil. Das gibt es mit Gutschein gerade für ein paar 70 Euro und es ist einfach mal mit der beste Daily Driver, den du überhaupt kriegen kann in dem Preisbereich. Wer aber eben auf Tri-Besseles Wert legt, sollte sich das MX hier mal ein bisschen näher anschauen. Das soll es erstmal gewesen sein. Hier zu dem Uhance MX, erster Eindruck ist auf jeden Fall, also bin schon ein bisschen geplättet hier für ein 58-Euro-Telefon. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch dieses kleine Review gefallen hat, ach Quatsch, diese Kurzvorstellung, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert vielleicht meinen Kanal. Kommt auf moschus.de, da gibt es auch noch viele, viele andere Angebote und Sachen und eben die Giveaways und was weiß ich nicht alles. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.